Also da könnte ich mich wahrscheinlich dranhängen. Oh, das gibt wieder ein RIP. Ich will's aber wissen. Ich weiß, ich kann da nicht hinspringen, aber ich will's wissen. Ich meine natürlich, ich wusste genau, dass ich da hinspringen kann. Aha. Also ich weiß noch, wir haben irgendwo auf dem Weg so eine Stelle gehabt, wo wir was einsetzen kann, aber ich wüsste gerade ums Verrecken nicht mehr, wo das war. Aber ich gehe davon aus, wir werden es irgendwann wieder erreichen. So, da komme ich ja... Kann ich dem Drache mal ins Mund gucken? Ins Mund! Ey, ins Mund, Alter! Ey, pack mal deinen Karius aus, du. Nee, geht nicht. Schade. Dann kann ich... Ich kann wahrscheinlich auf beide von den Seiten springen. Den probieren wir das doch mal. So. Mist, wenn das der richtige Weg ist, wäre ich... Mist. Also wenn es der richtige Weg ist, dann wisst ihr ja, was passiert. Ich werde garantiert nochmal in die andere Richtung laufen, weil ich da, wo die Kugel herkam, nochmal drauf möchte. Kriegen so viel Munition geschenkt, das ist kein gutes Zeichen. Ey, ein paar Plattformen. So, da kann ich nicht hoch. Auf den Drache kann ich wahrscheinlich... Da kann ich wahrscheinlich... Ach, da kann ich wahrscheinlich hin... was? Ach komm! Ach nee! Kackspinnen. So. Darüber kann ich, glaube ich, nicht. Das ist zu weit. Das sind 1, 2, 3. Das ist 4er Weite. Ja, ja, ich weiß. Grüner Drache. Aber ich muss gucken, wie ich da hinkomme. Das Problem ist, ich traue dem Spiel gerade nicht ganz, was diese Drachenhörner da sind. Da pralle ich doch garantiert. Oh nein, ich steck fest. Nein! Oh. Erstaunlicherweise war das gerade die Ertrink-Animation. Ich dachte, ich könnte mich auf den Kopf von dem Drache stellen, aber der ist leider nicht so, dass man damit kollidieren könnte. Aber da kann ich doch beim Weitem... Nee, da kann ich nicht hinspringen. Wie komme ich da hoch? Rüber, ran, rum, wie auch immer. Also so auf jeden Fall nicht. Da darf ich nicht runter. Also da darf ich schon runter, aber dann komme ich ja nachher nicht mehr hoch. Also mal kurz geplant. Ich kann jetzt da runter, dann auf das nächste springen, dann wieder auf das nächste springen und dann habe ich keine Ahnung mehr, wo ich sonst hinspringen soll. Oder ich springe auf das und springe dann auf die erste Plattform in der Mitte. Das müsste, glaube ich, auch gehen. Oder ich gehe nochmal zurück und guck's mir von der anderen Seite an. Das erscheint mir gerade irgendwie... Ich weiß nicht warum, aber es erscheint mir gerade logischer, sicherer, wie auch immer. Ah! Fast. Fehlalarm.
Nee, da gibt's auch nirgendwo eine Stelle. Bin ich jetzt blöd? Wie kam ich denn vorher? Darüber. Das ist zu schräg zum Stehen. Da drüben komme ich nicht mehr runter. Mist, ich glaube, ich war doch auf der richtigen Seite. Sorry. Ach so, was ich übrigens, Wall of Flames ist ja noch da, glaube ich. Ich habe gesehen, zumindest du streamst mit dieser Einstellung mit wenig Delay. Ich wollte das auch mal probieren, vergesse ich aber jedes Mal wieder. Dann hättet ihr theoretisch weniger Delay. Also beziehungsweise ihr könnt immer noch eine lange Verzögerung haben, aber... rein theoretisch hättet ihr die dann nicht mehr. Schade. Ach, ich hätte ja noch gar nicht springen. Ach, scheiße. Das ist ein Klick in Twitch. Wenn du mal in dem Menü drin bist, dann ist es ein Klick, aber ich vergesse immer, wie ich in das Menü komme. Ich finde, Twitch ist als Streamer zum... Optionen ändern total verwirrend. Weil es irgendwie tausend Wege gibt in die einzelnen Menüs. Das ist. Und dann ist das eine mal da und das andere mal da. Und dann ist. Dann bauen sie ihr Dashboard wieder um und. Wie kann man das denn reduzieren? Ich gehe davon aus, dass die bei Twitch, also ich lade wahrscheinlich, ich muss wahrscheinlich mit einer höheren Datenrate hochladen und Twitch hat dann weniger Verarbeitung wahrscheinlich bei sich und haut das Zeug einfach weniger verarbeitet raus, was auf beiden Seiten sowohl für mich als Hochladen als auch für dich beim Runterladen einen höheren Datenverkehr verursacht, aber dafür ist dann halt die Verzögerung kleiner. Irgendwie so wird es technisch funktionieren. Und ich denke mal, dass ich noch Reserve nach oben habe, was das angeht. Und ich meine, als Zuschauer kann man das auch ausstellen für sich. Dann hat man wieder den ursprünglichen Delay. Wenn man schon nicht 24/7 dreimal pro Sekunde Speicher mal schreiben kann, muss man sich ja irgendwie nützlich machen. Nein, wieso denn Zap, warum denn so rum? Du doofe Kuh. Dreh dich doch andersrum hin. Oh. So, weiter geht's. Nein, ich benehme mich nicht. Schmoll jetzt. Ach, guck mal, da hinten ist jetzt auch das Feuerpad aus, das vorher noch an war. Kann ich jetzt, wo muss ich denn? Ich bin überfordert. Ja, und jetzt kann ich da hinten drauf, aber dann weiß ich trotzdem nicht, was ich dann mache. Ach, das ist wahrscheinlich eine Sprungplattform da hinten. Sobald ich auf die drauf springe, werde ich natürlich nach oben katapultiert. Die Frage ist nur, wohin?
Aber erstmal muss ich auf diese blöde Plattform kommen. Aber gut, ich habe ja keinen anderen Weg. Ich muss ja jetzt über die andere Plattform. Alter, da bricht die sich doch eigentlich alle Beine. Oder auch nicht. Das sind ja lang genug, die Haxen. Entschuldigung, die Beine. Man darf ja hier nicht Dialekt reden, das versteht ja sonst keiner. Speicher trotzdem mal. Ich traue diesen blöden Sprungplattformen nicht. Natürlich. Irgendwie war das taktisch unklug, was ich da gemacht habe. Also ich könnte jetzt mich theoretisch hoch nach hinten springen, mich umdrehen und nach links lenken, dass ich auf dem Ding lande. Kann ich eigentlich... Ah ne, dann dreht die sich ja trotzdem anders hin. Schade. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft! Der beste Moment überhaupt in Tomb Raider 2. Ich freue mich mehr, als ich glaube, ich sollte. Herrlich. Beste Moment in Tomb Raider 2. Shell schreibt RIP minus. Ich speichere mal. Das kann nicht noch besser werden. Was? Warum? Warum? Das macht die doch absichtlich. Oh, der Räuber freut sich. Da hat ihm wirklich eins rein. Oh, die Shell ist traurig. Ah, oh, der... Ja, Karma. Nix Karma. Wieso kann die sich da nicht festhalten? Verflucht doch mal. Das ist eine ganz normale Kackkante. Kackspiel. Ich fühle mich gemobbt. Ja, und wie komme ich... Oh Gott, wie komme ich da jetzt wieder rüber? Ach, das war ernst gemeint mit dem du gehst lurken. Nein, du musst nicht lippen. Nein! Warte mal, ich könnte rückwärts da drauf springen. Das müsste doch gehen. Nee, das geht nicht. Okay, ich versuche jetzt mal 5 Minuten nicht zu sterben, dass ihr da Wachablösungen machen könnt. Dann viel Spaß im Lurk.
Ja, ich werde übermütig, das ist nicht gut. So. Das Problem ist, da kommt doch garantiert auch noch eine Kugel runter. Ich sehe sie doch schon, die scheiß Kugel. Siehst du, wenn ich da jetzt hinspringe, müsste ich gleich wieder zurückspringen. Oh. Hey, da ruckelt aber die Kamera. Heieiei. So. Haben jetzt alle Kugeln mal abgedampft. Kann man jetzt hier auch mal wieder normal rumlaufen. Weißt du? Jetzt hätte ich da auch ganz normal hin können. Na egal. Okay, keine Kugeln mehr. Wahrscheinlich ist es hier die Ziehung der Lottozahlen. Was geht ab? Noch wer? So, ich könnte jetzt da rüberspringen, da sind aber böse Stacheln, das finde ich nicht nett. Oder ich hänge mich da dran. Ja, frag nicht, ich habe keine Ahnung, wo die Viecher herkommen. Wieso bin ich eigentlich hier oben? Was mache ich denn jetzt hier? Das ist eine tolle Aussicht, aber... Ach, da oben geht's weiter. Ah, never mind. Ich weiß, wo es lang geht. Was sucht Lara eigentlich in dem Tempel? Wir sind im Tempel von Xian. Wir suchen jetzt den Dolch von Xian. Das, der ganze Was ist das? Ich speichere mal. Ach, das ist eine Kiste. Ich muss sagen, ich finde... Ja, den grünen Drachen nehmen wir auch. Sobald ich da hinkomme, nehme ich den mit. Wir haben gefühlt schon ewig nicht mehr alle drei Reliquien gefunden in dem Level. Ich werde schwächer. Zack, Falle tot. Schade. Ich meine natürlich, super. Ach, da ist eine Klappe aufgegangen. Okay. Möchte ich da runter? Ich möchte da anscheinend runter. Also die Kugel ist hohl. Offenbar, wenn man in die Kugel reinklitscht, kann man in der Kugel überleben. Wieso RIP? Ich lebe noch. Ich weiß zwar nicht wie lange, aber ich lebe noch. Thank you.
Hallo Tiger. Ach stimmt, ich glaube da unten mussten wir die irgendwo einsetzen, das Ding. Ach Mann, aber wie komme ich denn da jetzt? Jetzt habe ich aber jetzt komme ich nicht mehr zu den grünen Drachen. Wo ist denn jetzt der zweite Löwe? Drache. Mann! Tiger! Löwe, Drache, ist doch alles das gleiche. Ach, da unten ist er. Guten Tag, lieber Tiger. Ah, gehe ich jetzt nochmal zurück und hol den. Ich glaube, ich komme da gar nicht mehr zurück. Ich müsste den ganzen Weg nochmal gehen. Nee, das ist mir zu blöd. Ich setze da jetzt die, was auch immer das war, Maske ein. Wir werden es gleich erfahren. Das Siegel des Drachen setze ich da jetzt ein. Sieht eher aus wie so ein Nachtlicht, das man in die Steckdose reinsteckt. Leuchtet aber nicht. Ist wahrscheinlich schon defektes Nachtlicht, ist ja auch schon eine Weile alt. So. Gute Nacht, lieber grüner Drache. Ich werde dich ein andermal holen. Meine Uzis und ich. Ja, moin. Was geht ab? Und tschüss. Ist da nochmal? Ja, da ist nochmal so eine. Okay, ich finde diese komischen Laufkegelradrätsel gar nicht mal so schwierig. Wo geht's denn dann lang, wenn ich da durch bin? Na gut, offenbar nach rechts. Ich speichere trotzdem mal, weil ich weiß nicht, danach kommt eine Schräge, ich weiß nicht, was mich da erwartet. So, guten Tag und tschüss. Okay, das sieht irgendwie nicht gesund aus. Da ist noch ein Bild. Was ist jetzt? Medipack kriege ich noch. Aha. So, ist ja schön. War da noch eins gelegen? Ich glaube nicht, oder? Das war alles. Tjo. Oh. Jetzt ist das passiert, was ich die ganze Zeit schon befürchtet hatte. Moment kurz.